Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius und heute mit einem Battlefield 3 Gameplay. Ja, viele fragen sich ja vielleicht, Mensch, warum hat der Sirius die ganze Zeit nicht zu Battlefield gemacht? Erst wieder nachdem das Kartenpaket Back to Kakant rausgekommen ist. Ja, das lag zum einen vielleicht an dem Weihnachtsszenario, dass einfach rund um November bis Dezember einfach so viele Spiele erscheinen, dass man sich da schwierig auf ein Spiel festlegen kann. Dann war es für mich ein sehr großes Problem. In dem Moment, wo Battlefield 3 erschienen ist, hatte ich erstmal für anderthalb Wochen kein Internet. Das bedeutet, ich konnte zwar die Kampagne spielen, aber nicht den Multiplayer. Was mich persönlich irgendwie ein bisschen so zurückgeworfen hat, muss ich einfach sagen. Also wenn man nicht von Beginn an bei so einem Spiel dabei sein kann und so mit 10 Tagen Verspätung einsteigt, die anderen Leute schon die Maps kennengelernt haben, die Klassen kennengelernt haben und so, dann, es ist irgendwie schon so ein bisschen bitter, ja, da hatte ich einfach von Beginn an, dank meines DSL-Anbieters, ja, ein bisschen Battlefield 3 Multiplayer-Frust, könnte man sagen. Frust machte mir auch das hier, nämlich gegen den Heli gab es für mich keinerlei Anrennen. Ja, in der ersten Runde hier, konntet ihr vielleicht gerade sehen, habe ich Assault gespielt, also war mit dem Medipack unterwegs, relativ ungewöhnlich für mich, auch wenn es eine gute Sache ist. Ich spiele meistens Engineer, weil ich eben nicht auf den Raketenwerfer verzichten möchte. Und ja, also ich mache zwar hier und da auch schon mal einen Kill mit einer RPG oder so, im Großen und Ganzen geht es mir aber viel mehr darum, hier so taktische Laufwege zu schaffen. Ja, zu schaffen, zu bomben, wie auch immer. Also das Feature halt, dass man so Gebäude teilweise in die Luft sprengen kann, sich neue Laufwege sprengen kann und so, finde ich ganz einfach fantastisch. Hier bin ich jetzt auf einer Map unterwegs, die habe ich schon ganz klein ein bisschen länger nicht mehr gespielt. Die habe ich am Anfang mal im Squad Rush drin gehabt und ich war der felsenfesten Meinung, dass sich der A-Spot hier in dem Haus befindet und nicht außerhalb. Ja, das bemerke ich dann erst, als ich hier unten ankomme. Da war es natürlich schon zu spät und der Spot war entschärft. Ja, ansonsten ein relativ relaxtes Gameplay, würde ich sagen. Das hält sich so mit der KD in etwa die Waage bei mir. Also ich habe hier ein paar Kills gemacht, bin aber auch ein paar Mal draufgegangen. Ich bin besonders oft auf der Karte in der Runde vom Heli erschossen worden. Und ich habe so ein paar Szenen da nochmal reingekartet, wo man sieht, wie ich versuche mit dem Heli zu kämpfen. Und da heute meine erste Hilfe rufende Frage an euch. Wie bekomme ich denn bitte schön als normaler Engineer einen Heli runter? Ja, also irgendwie mit dem Raketenwerfer, den ich immer bei mir habe, also null Chance, oder? Also während ich bei Call of Duty MW3 mal einmal schön hoch in die Luft ballere, das Ziel erfasse und das Teil meistens sofort down geht, ja, kann ich hier bei Battlefield zwar hier schön als Fußsoldat, als Infantry-Spieler hier meine Kills schieben oder mich mal in die Ecke legen. aber so einen Heli, den bekomme ich verdammt nochmal nicht runter. Ja, also ich kann hier Kills mit der Scar machen. Das war's dann aber auch schon. Also zu viel mehr reicht meine Battlefield-Leistung dann auch nicht. Huh, da haben die Kollegen, glaube ich, gerade hier die Hütte zerbombt, oder? Ich mache mir hier auch nochmal ein bisschen Schussfeld frei, habe ich mir gedacht. Dann habe ich einfach ein bisschen besseren, freieren Blick auf den A-Spot. Huh, da unten ist er. Den habe ich die ganze Zeit gesucht. Habt ihr vorhin gesehen? Da habe ich um die Ecke geguckt und habe gedacht, Mensch, wo ist der hin? Hatte ich zuerst vermutet, dass die Kollegen den von oben erschossen hätten. Aber Schwein gehabt, Tactical Light hat hier glücklicherweise auf die Entfernung und bei Tageslicht nicht ganz so viel gebracht. Ja, ich muss jetzt aktuell sagen, bin ich eigentlich mit der Scar als Waffe und Schalldämpfer inklusive Red Dot Aufsatz hier wirklich relativ zufrieden. Ja, also ich finde, damit kann man schon auf Distanz einigermaßen ordentlich Kills machen, wie man hier gerade sieht. Aber auch im Nahkampf finde ich das Teil nicht so schlecht. Also ich spiele ganz gerne immer nur ein oder zwei Waffen, ganz einfach, damit ich damit so beim Aiming und so einfach dran gewöhnt bin, wie man damit umgehen muss. Und ja, im Moment taugt mir die Scar da eigentlich ganz gut. Ja, wenn man da nicht ganz so viel oder so 24/7 Battlefield spielt wie ich, sondern einfach so wirklich aus Spaß am Game das Teil immer mal wieder reinlegt, sich hier mit einem Heli streitet und den nie trifft, dann braucht man dann auch öfter mal Hilfe, muss ich sagen. Also vielleicht habt ihr da mal ein oder zwei Tipps für mich übrig, wie ich so einen Heli als Fußsoldat abgeschossen bekomme. Wie ihr das sehen könnt, ich versuche ein bisschen vorzuzielen, versuche ein bisschen höher zu zielen, aber das Teil ist einfach zu beweglich, ja, und der Typ hat da einfach Kills im Heli ohne Ende geschoben und ja, als Bodentruppe war man da
ja, aufgeschmissen, muss ich einfach sagen. Also, ich brauche Hilfe, wie ich den Heli platt mache. Und ich brauche vielleicht mal noch einen guten Tipp, was ich so als Waffe ausprobieren könnte, abseits der Ska. So, und blöde Kommentare, ob ich jetzt auch Hilfe brauche und Fahrschule und so, könnt ihr euch wirklich ersparen, dass da eine Bodenmine liegt, ja, wenn ich mal in ein Fahrzeug einsteige, ist irgendwie so ein, ja, No-Luck, No-Skill-Gameplay, ja, also ich finde das wieder so absolut typisch für mich, ich steige da mal irgendwo ein, wo ich fast immer nur zu Fuß laufe und wenn ich, egal in welches Fahrzeug ich einsteige, also entweder stürze ich ab oder ich fahre eine Mine, muss anscheinend bei dem Spiel so sein, beziehungsweise muss einfach so sein, wenn ich es spiele. Also, wenn wir uns mal online treffen sollten oder ihr online mit mir zusammenspielt, dann guter Ratschlag an der Stelle, wenn ich irgendwo einsteige, lieber ganz, ganz weit weggehen. Ja, was dann so ein guter Engineer ist, der hat natürlich seinen Wally dabei. Da habe ich mir gedacht, kann ich hier überhaupt was mit dem Wally anfangen? Nee, tue ich wieder weg. Hätte ich mir vielleicht auch was Sinnvolles reinpacken sollen. Aber erstmal Gebäude ein bisschen zerballert und dann habe ich, glaube ich, auch noch jemanden im Wachturm entdeckt, oder? In dem Moment? Ne, in dem Moment immer noch nicht. Da finde ich das sehr hilfreich, ja, und ich finde, das ist dann halt ein gutes Gegenstück zum Helikopter, zum Tank und Co., dass man sich ganz einfach bei den Gebäuden damit auch ein bisschen, ja, Respekt gegenüber Campern verschaffen kann. Da ist jetzt das Teil mit dem Wachturm. Bam. Klar, töte ich den Typ dann, ist vielleicht jetzt nicht so, ja, wie soll ich sagen, so high-skilled, ja, also ist jetzt halt nicht mit der Kugel wirklich erschossen, aber sorry Leute, wenn ihr irgendwo campt und so, dann müsst ihr auch einfach damit rechnen, mit der RPG weggedonnert zu werden, beziehungsweise, dass euer Gebäude dann auseinanderfällt. Das ist mir bei der ein oder anderen Backtour-Karkant-Karte gestern Abend noch total ätzend aufgefallen, dass es halt nicht überall so klappt. Da hatten sich einfach Leute auf so ein Haus in der Mitte der Karte aufs Dach gestellt. Ich habe gar keine Treppe gefunden, ich weiß gar nicht, wie die da hingekommen sind. Und die haben nur von dem Dach runtergeschossen und nur auf diese Spots da am Markt und am Brunnen und so. Und das hat mich so dermaßen angekotzt, man konnte die nicht in die Luft sprengen. Ja, also normalerweise hätte man das ganze Gebäude in 27.000 Teile zerlegen müssen, um einfach zu sagen, hey, runter da. Genauso wie, hey, runter Heli, klappt ja auch nicht. So, jetzt müssen wir nochmal kurz auf eine Szene achten. Was passiert jetzt da? Ich schieße auf den Heli. Treff den nicht. Guck hier vom Container. Hä? Da ist das Teil daneben abgestürzt. Was war denn da jetzt los? Also irgendjemand hat den Heli runtergeholt. Hip, hip, hurra. Und da ist auch ein Heli von uns in der Luft. Ich weiß gar nicht, wo der gestartet ist. Also dafür reichen dann meine Battlefield-Kenntnisse auch mal wieder nicht aus. Ja, okay, Heli ist down, aber zum grundsätzlich nervendsten Problem von allen und ich bin sonst echt niemand, der immer so rumschreit, Camper, scheiß Camper, das habe ich ja letztens schon mal im MW3-Video gesagt zu Suchen und Zerstören. Ich finde es okay, wenn die Leute irgendwie ihren Spot bewachen, das geht absolut okay, ja, aber wenn ihr nur irgendwo in der Mitte liegt und so, dann ist das absolut zum Kotzen. So, jetzt bin ich im Heli gespawnt und habe gedacht, so, ja, ich baller mal auf die Base runter und so. Hab da natürlich mal überhaupt keinen gesehen. Feindlicher Heli war irgendwo in der Luft. Habe ich auch nicht gesehen. Wo ist der? Ich kann hier nur die Berge anvisieren. Danke, Helikopterpilot. Und was passiert jetzt? Aussteigen. Ganz typisch für mich. Ja, ich bin das Scheißteil noch nicht mal selber geflogen. Ja, wenn ich es geflogen wäre. Oh, Leiche erschossen. Wenn ich es jetzt selber geflogen wäre, dann hätte ich noch gesagt, okay, okay, der Sirius hat eh überhaupt keinen Plan, wie man den Heli lenkt. Der muss ja abschmieren. Ja, wenn ich aber bei euch spawne im Heli, Leute, dann erwarte ich von euch Einsatz, Einsatz, Einsatz. Und nicht so, ey, der Sirius ist eingestiegen, lass sie das Scheißteil mal abstürzen. Ja, ich habe ja, glaube ich, gestern oder vorgestern auf Facebook schon mal dazu aufgerufen, beziehungsweise mal da gepostet nochmal, wer spielt denn jetzt Battlefield 3 auf der Xbox 360? Und bevorzugt dann halt mal eben nicht nur so einen Squad-Modus, ja, also da weiß ich halt Bescheid. Und auch bevorzugt eben kein Hardcore, sondern hier so diese Standard-Matches von Conquest, Rush und so. Ganz einfach, um nochmal ein gescheites Video vielleicht mit ein bisschen Heli und mit ein bisschen Jet-Gameplay und so zustande bekommen. Das würde aber auch beinhalten, dass ihr mich mit in den Jet, beziehungsweise mit in den Heli einsteigen lassen müsstet. Was nicht immer ganz leicht ist, weil meistens stürzen die Teile dann ab, wie ihr wisst. Ich
Bin mir auch noch nicht so ganz sicher, wie ich das so durchziehen möchte, denn nämlich so viele Leute passen ja nie in den Squad rein oder in ein Team rein und man kann ja auch nicht irgendwie mit 16 Leuten irgendwie einen Server suchen und sowas. Aber generell, vielleicht ergibt sich da doch mal was, dass man sich, Freundesliste ist bei mir immer voll, aber dass man vielleicht mal mit ein paar Nachrichten einfach schreiben, mal schaut, wann ist jemand online, dass wir mal irgendwie einen Tag ausmachen, mal ein paar Leute ein bisschen zusammen zocken und so, nach Möglichkeit nicht im Gegnerteam, ja, wäre bitter, wenn ich dann auch noch 10 von 10 Runden verliere und hinterher überhaupt niemand mehr irgendwie ein Battlefield-Video von mir schaut, weil er sagt, boah, der absolute, totale Vollnoob. Ja, also das ist vielleicht auch so ein Ding, Sirius, warum machst du nicht mehr Battlefield-Videos und so? Also erstmal weiß ich nie, wann das Gebiet hier zu Ende ist. Ja, warum gibt es da nicht irgendwie künstliche Mauern? Das hätte ich bevorzugt. und zum Zweiten bin ich einfach in Modern Warfare ein bisschen besser, muss ich sagen. Spiele ich halt einfach schon seit Call of Duty 2. Nicht wie andere vielleicht Battlefield schon hier 5 oder 10 Jahre lang spielen. Und zum anderen ist es auch so, dass man natürlich hier in 2, 3, 4 Stunden dann teilweise wirklich nur ein Gameplay zusammenbekommt, was irgendwie halbwegs was taugt für ein Video. Ja, also was von der Länge okay ist, was von der Action okay ist und so. Ist meines Erachtens wirklich nicht ganz so leicht, hier ein gutes Video zu machen. Will man nicht ständig irgendwie 30, 40 Minuten Videos zeigen, in denen man öfter stirbt, als wie man Kills macht. So, liebe Battlefield 3 Freunde, die letzte Minute aus dem Gameplay läuft. Ja. Letzter Kill ist auch gelaufen. Ich ziehe zwar gleich nochmal den Raketenwerfer raus, um gegen den Panzer anzufechten. Da war das Teil aber durch. Der B-Spot ist hochgegangen. Und damit hatte mein Team die Runde hier gewonnen. Auch eigentlich hier vom Szenario echt geil, oder? Der Panzer in dem Tunnel, immer mit dem Raketenwerfer drauf und so. Ich finde, so richtig rund geht's ja irgendwie schon. Und hier ist das Ding durch. Ich sag wie immer, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst mir doch mal ein Feedback da. Bis zum nächsten Mal und haut rein.